Cool, dass du es heute geschafft hast, Stefan. Wir schauen uns jetzt an die zwei gängigsten Reflexvisiere. Du musst jetzt mal eine Einladung. Willkommen bei Sapiens Parabellum. Wir sind heute wieder bei Martin Fritsch. Willkommen zu unserem neuen Video. Im letzten haben wir euch die beiden gängigsten Halbautomaten vorgestellt und heute stellen wir euch die beiden gängigsten Reflexvisiere vor und dazu sind wir wieder bei Martin Fritsch. Danke, dass du uns empfängst. Bitte gerne, danke fürs Kommen. Warum machen wir die technischen Sachen immer bei Martin? Man kann so sagen, wir sind mit einem militärischen Hintergrund eher die Praktiker, die Rennfahrer, aber Martin weiß, wie das Auto funktioniert und um euch die meisten technischen Details zu geben, machen wir das immer gemeinsam. Und fangen einfach jetzt mal an. Erzähl uns was über die beiden Reflexvisiere. Aimpoint kommt aus Schweden, also aus Europa, und EOTech aus Amerika. Und es sind jetzt auch von den Optiken her die beiden gängigsten Optiken, die speziell auch im Behördenbereich ihre Anwendung finden. Und wenn wir uns das jetzt hier mal näher anschauen, hast du beim EOTech vom Aufbau den Unterschied, dass es ein holographisches Reflexvisier ist. Holographisch aus dem Grund, weil du eine Scheibe hast und dein Absehen, mit dem du auch zielst, wird über ein LED auf diese Scheibe projiziert und hat halt auch wirklich den Vorteil, dass du jetzt keinen Tunnelblick hast, wo man durchschaut, wie bei einer herkömmlichen Optik, sondern nur deine Scheibe. Und durch diese Bauart ist es dann wirklich möglich, dass man sein ganzes Umfeld, sein Sichtfeld schön im Blick behalten kann. Ich habe ein großes Sehfeld und kann, speziell wenn ich jetzt im Nahbereich arbeite, wirklich auch mein ganzes Rundherum schön mit beobachten. Genau. Beim Aimpoint hast du den Unterschied, es ist ein Rotpunktvisier und du hast hier wirklich baubedingt einen Tubus, wo du durchschaust. Ähnlich wie bei einem Zielfernrohr habe ich hier meinen optischen Bereich, wo ich wirklich durchschauen kann und habe jetzt aber keine Vergrößerung, kann damit super im Nahbereich arbeiten, aber einen leichten Tunnelblick, ähnlich wie wenn ich durch eine Röhre durchschaue, ist das beim Aimpoint auch so und dadurch nehme ich nicht nur von meiner Umgebung die Dinge wahr, sondern auch von meiner ganzen Optik. Also es schränkt das Sichtfeld ein klein wenig nicht ein. Nicht wirklich, aber man merkt es schon, speziell wenn man jetzt die beiden Optiken vergleicht, ich erkenne einen klaren Unterschied, wenn ich durch das Visier durchschaue. Das stimmt, ja. Wie sieht es aus mit Batterielaufzeit? Da gibt es ja große Unterschiede, glaube ich. Ist auch ein großer Unterschied zwischen den beiden Optiken speziell. Ich habe beim EOTech unterschiedliche Batterielaufzeiten, je nachdem, was für ein Modell ich habe, welche Batterien ich habe und speziell von den Umweltbedingungen her, ob es kälter ist oder wärmer, habe ich eine Batterielaufzeit zwischen 600 bis 1000 Stunden, wo die Optik wirklich permanent eingeschaltet ist. Beim Aimpoint schauen wir anders aus. Ist natürlich auch abhängig von den ganzen Faktoren, Umwelt und so weiter. Ich habe hier eine Batterielebenszeit von 30.000 Stunden, speziell bei der PRO Pro Variante. Das ist schon gravierend natürlich. Ein großer Vorteil für den Aimpoint. Ich kann es permanent eingeschalten lassen. Ja. Von der Montage, beides passt auf eine Picatinny Rail. Ist richtig, standardmäßig Picatinny. Ebenso hier, ich habe beim EOTech meine Aufnahmeschiene integriert in das Gehäuse. Beim Aimpoint ist der hier dabei, kann ich mir in der Höhe anpassen und passt standardmäßig Picatinny Profil drauf. Also ich kann das wirklich auf jedes Gewehr montieren. Gewichtmäßig sind sie auch? Gewichtmäßig sind wir gleich bei den beiden größeren Modellen, sind wir bei ca. 350 Gramm Einsatzgewicht mit Batterie schon dabei. Wir haben da vorne natürlich schon die abgespeckten neueren, kleineren Versionen. Genau, gibt es in groß und in klein, je nachdem auf welche Waffenart das drauf montiert wird genau. Und für meinen Anwendungszweck unterschiedlich. Gut, zur Anwendung an sich, Bedienelemente haben wir hier beim EOTech ein bisschen mehr, beim Aimpoint hat man nur das Rad quasi. Genau, ich kann mir hier meine Helligkeit in der Intensität dimmen. Funktioniert so, ich drehe einfach an meinem Rad. Die ersten paar Stufen sind im IR-Bereich. Genau. Wenn ich jetzt mit einem Nachtsichtgerät arbeite,
hätte ich das dann schön im IR-Bereich, kannst du damit dann im Nachtsichtgerät auch erkennen, ansonsten halt natürlich nicht. Und dann halt bis zur höchsten Intensität ist das alles über ein Rad regulierbar. Beim EOTech habe ich den Unterschied dahingehend, dass ich hier meine drei Knöpfe habe, hier den nach oben Pfeil, nach unten Pfeil. Dadurch kann ich mir meine Helligkeit dimmen und wenn ich auch auf IR umschalten möchte, drücke ich NV für Night Vision und kann damit dann auch im Nachtsichtbereich arbeiten. Genau. Ein wichtiger Punkt, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben, ist, was sehe ich, wenn ich durch die Optiken schaue? Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Das Absehen ist ein weiterer Unterschied, wodurch sich diese beiden Optiken eben ergänzen. Ja. Du hast beim EOTech einen Kreisring mit einem Rotpunkt, wie sie. Das heißt, ich habe zu meinem roten Punkt in der Mitte noch einen Zielkreis und dadurch ist es halt möglich, im Nahbereich schön alles abzudecken, was im Kreis sich selbst befindet natürlich. Und ich kann auf Entfernungen den Kreis dazu verwenden, dass ich meine Größe auf die Entfernung umrechnen kann. Genau. Also ein Durchschnittsziel von 1,80 Meter, weil sie aus dem behördlichen Bereich kommt, eine Person, würde ganz genau in den Kreis reinpassen. Und wenn eine 1,80 Meter große Person in den Kreis reinpasst, wäre es umgerechnet 100 Meter Entfernung. Ja, kann man sich damit ausrechnen. Beim Aimpoint ist das anders. Ich habe hier keinen Kreis, sondern nur einen roten Punkt. Hat einen Punktdurchmesser von 2 MOA. Ja, das genau. Ja. Und wenn ich jetzt auf weitere Entfernungen schießen möchte, deckt mir dieser 2 MOA-Punkt nicht ganz so viel ab vom Ziel, aber doch etwas mehr wie der vom EOTech, weil ich hier einen 1 MOA großen Punkt habe. Ganz genau. Dann haben wir die Vergrößerungen noch, die Magnifier hier. Was gibt es dazu zu sagen? So ein Magnifier kann man immer verwenden mit solchen Reflexvisieren. Der Magnifier ist ein Vergrößerungsmodul. Und ich kann mir den hinter mein Reflexvisier montieren und wenn ich jetzt im Nahbereich arbeiten möchte, klappe ich den hier weg, kann mit dem Rotpunktvisier schön auf kurze Entfernungen arbeiten. Wenn ich auf weitere Entfernungen schießen möchte, weil sich das Szenario ändert, klappe ich den einfach dazu und ich habe eine Dreifachvergrößerung. Also mit dieser Kombination decke ich sehr viel ab. Genau. Vergrößerungen gibt es von den beiden Herstellern Aimpoint und EOTech Originale. Bei EOTech ist der dreifach vergrößernd, beim Aimpoint gibt es den jetzt sogar schon bis zu sechsfach vergrößernd und der Unterschied ist auch in der Montage selber. Ich kann den hier hinten ganz normal dazu schrauben, kann ihn wegklappen und wenn ich den jetzt nicht mehr brauche, kann ich den hier einfach wegtwisten, sagt man auch bei Aimpoint, das ist eine Twist Mount. Und von dem her kann ich den ganz normal verstauen und wenn ich ihn dann wirklich brauche, stecke ich ihn so schnell wieder montiert. Genau. Und ich kann ihn verwenden. Ich glaube, das war es jetzt schon mal mit den ganzen technischen Details. Mhm. Was kann ich aus der Praxis dazu sagen? Ich habe mit beiden Optiken sehr viel gearbeitet. In erster Linie standardmäßig hatte ich den Aimpoint. Ist einfach natürlich, man hat die Gerüchte schon gehört. Es gab auch jemanden bei uns im Team, der quasi diesen Zero Shift bei dem Haltepunkt bei extrem niedrigen Temperaturen bemerkt hat. Ist richtig. Ich meine, generell Temperaturschwankungen sind speziell bei solchen elektronischen Optiken immer wieder ein Thema. Durch das, dass du jetzt höhere Temperaturen hast und niedrigere Temperaturen, arbeitet das ganze Material innen drin, die Mechanik vom Verstellbereich. Klar. Es dehnt sich aus, zieht sich zusammen und dadurch kann es natürlich vorkommen, dass du eine Treffpunktverlagerung hast. Ja. Bei EOTech war das der Fall, deshalb hat die US Army da auch sehr viel reklamiert. Ja. Ist aber jetzt wieder verbessert worden. In der neuesten Generation von EOTech ist dieses Problem kaum mehr vorhanden. Okay, Fakt ist, es war, es gab's. Das gab's. Haben wir auch bestätigt. Ich habe mit dem Aimpoint in nahezu allen Klimazonen geschossen. Es gab nie Probleme, weder bei extremer Hitze noch bei extremer Kälte. Es ist extrem robust, das Teil auch. Ja. Natürlich das EOTech auch. Somit, wir können eigentlich schon zu einer Zusammenfassung, zu einem Fazit kommen. Wenn dich jemand fragt, was würdest du ihm empfehlen, welche Optik soll er sich zulegen? Ja, du, es ist wirklich Geschmackssache. Beim EOTech habe ich halt diesen Vorteil mit diesem Kreisabsehen, speziell fürs dynamische Schießen, sehr praktisch, sehr angenehm, weil durch diesen Kreis habe ich halt schon einmal eine große Bandbreite von dem Ziel abgedeckt. Man kann wirklich sagen, alles, was sich in dem Kreis befindet, kann getroffen sein oder man kann davon ausgehen, dass es getroffen wurde. Ich schieße auch, also sportlich ganz gern mit dem EOTech. Mhm. Ganz wie du sagst, einleitend schon die Linse, man hat ein bisschen ein breiteres Sichtfeld, nicht diese Tunnelblick. Genau, ja. Somit, ja.
E-Point natürlich jetzt behördlich extrem robust. Die Langlebigkeit der Batterie ist auch ein extrem wichtiger Faktor gewesen. Ich kann das Teil immer eingeschaltet lassen und man braucht mir keine Sorgen machen, dass sich das irgendwie abschaltet oder dass da die Batterie leer ist. Das sind halt einfach für und wieder. Man muss das wirklich für sich selber entscheiden, was ist mir wichtiger als Anwendung. Du hast aber den wichtigsten Punkt vergessen, und zwar den Coolness-Faktor. Ja, der Coolness-Faktor. Der ist beim EOTech, also ich finde das EOTech um einiges cooler, vor allem hier die abgespeckte Version, also in meinem Airsoft-Verein oder am Schießplatz, finde ich, ist man damit ganz von der Bauform. Wobei man wirklich sagen muss, wenn man den Coolness-Faktor mit berücksichtigt, das Aimpoint ist vorne rot verspiegelt. Und speziell zum Posieren für Fotos ist das natürlich besser. Ja, da muss ich da recht geben. Ja, aber jetzt Spaß beiseite, also von dem her wirklich zusammengefasst, man muss für sich festlegen, was einem mehr gefällt, wo man den Schwerpunkt setzt bei der Anwendung selber. Ja, am besten, man kann bei dir beide natürlich anschauen. Ja, mal sie sind beide lagern, man kann vorbeischauen, sich dir mal genau unter die Lupe nehmen und dann für sich selber bestimmen, was ist mir wichtig, worauf liegt genau Wert bei meiner Optik. Damit sind wir schon am Ende. Gibt es noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Ja, vom Preispunkt her auch noch anzumerken, sie sind ähnlich vom Preislichen her. Ich habe beim EOTech und beim Aimpoint eine Preisspanne zwischen 600 bis 1000 Euro, je nachdem von der Ausführung. Was habe ich für Features dabei und Ausstattung selber? Ist dazu zu sagen, ja. Okay. Na gut, dann bedanke ich mich mal wieder für deine Expertise und für deine Zeit. Immer wieder. Und in Zukunft werden wir noch ein paar weitere Videos machen. Stimmt, es wartet einiges auf uns. Glock 19X, unsere Amerika-Reise ist immer noch nicht draußen. Red Dot Optiken für die Pistole wollten wir noch durchbesprechen, einen Vergleich machen. Also abonniert den Kanal, wenn euch das Thema interessiert, es kommt noch einiges. Und wenn ihr das Programm oder das Projekt unterstützen wollt, dann abonniert und teilt die Seite mit euren Freunden. Hinterlasst uns einen Kommentar, wenn ihr irgendwas ergänzen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.